war knapp. Aber es war mir... Ich hab's richtig gesehen, dass es hier oben weitergeht. Da bin ich schon mal ganz stolz drauf. So, wir sind oben. Beziehungsweise noch nicht ganz oben. Dann lass uns mal hier hingehen. Was ist das? Drücke X, um Sein anzuhören. Okay, Sein. Das Element des Windes liegt vor uns. Es wird im Herzen dieses Ortes aufbewahrt. Guck mal, wer da kommt. Okay, ich glaube, das ist jetzt nicht die Kugel. Diese Ruinen sind alles, was von den Gumonen übrig ist. Sie erinnern uns an ihr Schicksal. Gumo hat jene verloren, die er liebte. Daher ist er der Letzte seiner Art. Ori, wir müssen das Licht zurückbringen. Für Nibel und die Erinnerung an die Gumon müssen wir das Element des Windes wiederherstellen. Oh oh. Bewegt von ihren Worten, beschloss er zu handeln. Nein! Tu es nicht! Hätte in der Luft gedrückt, um Kurs wieder zu benutzen. Fester Boden! Oder war das jetzt richtig? Autsch! Oh Mann, ich hasse das! Schon wieder so ein Level, wo man stirbt! Alter, was? Oh, die Musik ist genial! Oh! Ich muss nur ausweichen üben. Entschuldigung! Ah! Oh nein! Okay, da muss ich mich beeilen. Okay. Oh, die Musik ist so schön! Sie ist noch einen Zacken besser als die letzte, die wir hatten. Boah! Hilfe, ich bin schon wieder fast tot. Was daneben? Was, warum? Warum fällt denn das runter? Ach so, weil der schießt ja. Oh shit. Das habe ich ganz vergessen, dass ich das ja auch machen muss. Darauf achten, was geschossen wird. Wow. Mann, oh Mann, Mann, Mann. Alter, das übersteuert gerade voll. Okay, das liegt bestimmt gerade wirklich an meinem Mikrofon. Leute, ich muss die Aufnahme mal kurz unterbrechen. Ich habe so das Gefühl, dass das Blue Yeti da gerade nicht hinterherkommt. Und das klingt hier wirklich furchtbar. Hört ihr das mal an? Okay, ich habe hier gerade echt ernsthafte Soundprobleme. Ich muss an der Stelle nochmal starten. Ah, verdammt nochmal. Okay, in diesem Sinne, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Tschüss. So, liebe Freunde, willkommen zurück hier bei Ori and the Blind Forest. Und es geht weiter mit dieser schönen Stelle hier. Und der Ton hört sich auch gleich irgendwie anders an, finde ich. Also jetzt auf meinem Kopfhörer zumindest. Ich entschuldige mich dafür. Ich hoffe, bei der letzten Aufnahme war jetzt noch nicht. Sie konnten es natürlich noch nicht überprüfen, ob es irgendwelche Tonprobleme gab. Ha!
Bums! Wow! Hilfe, es bricht alles zusammen! So, es geht weiter hoch. Hoho! Wie schön denn alles zusammenbricht. Wow, wow, wow! Okay, jetzt runter. Es geht hinab in die Tiefe. Wow. Okay. Was? Kann ich da vielleicht speichern? Das muss ich mal ausprobieren. Hui. Ho, ho, ho. Ich liebe dieses Spiel. Oh. Oh, la, la. Und rum. Einmal hier durch. Es geht nicht. Okay, ich muss hoch. Nein! Scheiße, ich bin da nicht durchgekommen. Man kann nicht speichern. Das ist doof. Das ist wieder so wie beim letzten Baum, wo wir waren. Wo das ja mit dem Wasserelement war. Wobei mir das hier ein bisschen besser gefällt, weil man hier sehr viel ausweichen muss. Nein! Boah! Alter! Aber diesmal klingt der Ton auch besser. Ganz klar. Also hat das Mikrofon doch irgendwie eine Macke. Ich habe nämlich seit neuestem... Boah! Super! Ich weiß, wo ich hin muss. Ich nehme seit neuestem, um das kurz mal wieder zu sagen, wieder mit dem Blue Yeti-Ton auf. Und das scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Ha! Autsch! Aber das ist gut, dass ich das jetzt weiß. Dann nehme ich es halt ganz normal über die Soundcard auf! Bum, bum, bum! Okay, ich muss nach links. Hier so hin. Und jetzt runter. Boah, ist das genial. So, hier muss ich ein bisschen rangieren. Boah, bist du denn bekloppt? Oh. Oh, Dolche kommt von oben. Nein! Oh, so eine Kacke. Okay, es ist wieder so eine Stelle, wo man echt ein bisschen verzweifeln kann. Mal sehen, wie lange wir diesmal brauchen. Aber die Musik entschädigt das schon, finde ich. Moin! Warum kommen die denn immer da runter? Können die denn nicht mal an anderen Stellen runterfallen? Nein, daneben. Oh, toll! Jetzt hat mich dieses Rotzvieh umgebracht. Mann. Nein, nicht runter! Oh. Das ist doof, dass die Stampfattacke auch auf diesen ganz normalen Controller ist. Hui! Rums, rums, rums. Rums, rums, rums. Ihr macht alles Bums. So. Einmal bergab. Nein! Haha! So, das Ding fliegt hoch. Jetzt muss ich nach links. Wow! Bin ich draußen? Kuros Nest. Kuros Nest? Hört's hier auf? Okay, ich muss tatsächlich nach rechts. Oh nein, ich hab Angst. Warum komme ich denn... Da ist Knife. Warum komme ich denn immer bei Kuro raus?
Ein Ei. Zeit beschützte sie lediglich ihr letztes Kind. Oh nein! Ganz ehrlich, mir läuft gerade die Gänsehaut. Jetzt verstehe ich, warum Kuro so sauer ist. Weil der Baum hat die Kinder umgebracht, weil sie solche Angst hatten, glaube ich. Oder woran lag das? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Licht die kleinen Kinder getötet haben sollte. Ich bin gerade vollkommen geflasht. Was passiert denn jetzt? Hä? Wie soll ich denn jetzt hier weg? Hä? Wie soll ich denn da in einer Geschwindigkeit drüber? Okay, das begreife ich jetzt gerade nicht. Hinkriegen. Konnte ich nicht irgendwie schneller laufen? Ich weiß wie. Nee. Hä? Das reicht genau diese Sekunde nicht aus. Hä? Moment. Wie soll das funktionieren? Stampfattacke? Wandsprung? Stichflamme? Doppelsprung, Stoßangriff. Es reicht genau diese paar Zentimeter nicht.
Der sieht mich ja schon da. Warte. Ah, ich verstehe. Okay. Ziehen? Ich glaube, ich muss nach rechts, muss ich, oder? Wo muss ich hin? Ich verstehe. Okay, ich hätte speichern müssen. Shit! Okay. Wir kriegen das schon hin. Sollte hier oben mal speichern. Das kann ich nicht. Warum kann ich denn immer nicht speichern? Muss ich vielleicht da runter? So, das geht. Das ist gut. Wow. Kämpfe, um den nächsten Tag noch zu erleben. Okay, dieses Mal sind wir ihren Clown. Dieses Mal sind wir ihren Clown so gerade noch entkommen. Jetzt ist es klar, warum sie uns jagt. Guru will nur ihr Kind beschützen. Vergiss aber nicht, Uri, das Element der Wärme, muss noch als letztes entzündet werden. Den Sonnenstein, den wir suchen, findet sich hoch oben am Trauerpass. Wir müssen auf dem Wind reiten, denn er wird uns den Weg weisen. Wo müssen wir hin? Ach du. Ach du. Ganz weit oben. Okay. Darf ich denn hier auch mal ein bisschen Pause machen? Also, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen jetzt also diesen ganzen Weg nach oben. Aber es sieht so aus, als hätten wir jetzt Wind. Das dürfte ein bisschen schneller gehen. Wow! Wow, 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 wow! Ich laufe hier mal durch. Das da kriege ich nicht auf. Glaube ich jedenfalls nicht. Ach, Moment mal. Was soll ich denn hier machen? Hä? Ich verstehe nicht, warum man hier rein kann. Mist. Ah, jetzt fange ich ganz unten an. Okay. Das war ein doofes Manöver.
Aber es geht ja zum Glück schnell. Oh, was ist denn das? Okay, wir sind ganz schnell. So. Wow. Nein. Oh Gott. Nein. Ich speichere, weil ich habe nur noch... Muss ich hier lang? Nee, eigentlich ja nicht. Ich muss eigentlich da lang. Oh, das ist voll gut. Wie kriege ich denn das da oben auf? Laufe ich hier richtig? Nee, ich laufe falsch. Nein! Okay, hier kann ich hoch. Moment. Oh nein, ich will lieber hoch. Das wollte ich jetzt eigentlich vermeiden. Bam! Wo geht's denn da hin? Ist das hier? Nein, ich muss noch ein bisschen höher. Ach so, hier geht's ja wieder in diesen Wald, ne? Ich muss ja jetzt muss ich ja ganz nach oben. Das ist ja jetzt deswegen wieder vernebelt, weil sich der Wald ja immer wieder verändert. Okay, verstehe. Ich muss aber ganz nach oben. So. Bumm. Sehr schön. Wir haben wieder mal einen Levelaufstieg hinter uns. Da, guck mal da hinten, der Vulkan. So, da rechts geht's auch weiter. Boah, da geht's aber hoch. Tja, das ist jetzt die Frage. Links oder rechts? Da komme ich zum Beispiel nicht hoch, also rechts. Hui! Da. Du hast eine Fähigkeitszelle gefunden. Jetzt erhältst du einen weiteren Fähigkeitspunkt. Rufe den Fähigkeitenbaum auf. Sehr schön. Da wollen wir nochmal gucken, was wir hier noch so haben können. Schnellflamme ermöglicht es, die Geisterflamme erheblich schneller abzufeuern. Das sollten wir machen. Auf jeden Fall, weil wir machen kaum Schaden. Finde ich. So, mal sehen. Na, das... Das ist doch schon mal... Opala. Das ist doch schon mal viel besser als vorher. Oh, Trauerpass. Hm. Oh, hier, die Musik. Da ist wieder ein Tor auf der rechten Seite. Oh
Okay, das hat schon mal geklappt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Nein! Das hat mich umgebracht! Dieses Scheißvieh! Dieses richtige, rotzige Kackvieh! Was war das denn? Nein! Okay. Okay, das ist gerade nicht so einfach. Nein! Oh! Warum treffen mich eigentlich immer alle? Oh, das gibt's doch nicht! Na toll! Und dann gibt's da bestimmt wieder hinterher nichts. Oh, das gibt's doch nicht! Mist! Was geht's denn hier hin? Ach, hier ist wieder das Kartenfragment. Okay. Es war nichts dahinter? Ernsthaft? Oh, das ist doch nie wahr. Oh, was macht der denn? Okay, wo muss ich jetzt hin? Ich werde langsam echt ruhiger. Das liegt daran, weil ich langsam nicht mehr so konzentriert bin, oh. Flanschlagster. Mist, ich habe mich umgebracht. Ah, weißt du was? Wir machen am besten eine Aufnahmepause. Da muss der neue Terra, ne, der in der Zukunft irgendwann mal spielt. Oh! Der muss das meistern! Das speichere ich an dieser Stelle und sage jetzt einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen. Oh. Oh. Habe ich ja doch noch was gefunden. Kann ich jetzt hier speichern? Egal. Jedenfalls vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession hier an dieser Stelle wieder. Und dann müssen wir noch, zwei Sachen finden, wie es aussieht. Wir haben hier noch irgendwas. Also das Windelement haben wir. Wir haben das Wasserelement. Das wird das Feuerelement sein. Und das hier ist vielleicht der Schlüssel, um da reinzukommen. Den müssen wir irgendwo finden. Ich habe aber keine Ahnung, wo wir den finden. In diesem Sinne, wir spielen das jetzt schon 5 Stunden fast. Okay, das ist schon mal schön zu wissen. Wir spielen fast 5 Stunden insgesamt. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt raus. Euer Onkel Klaus. Oder wie auch immer manche das sagen. Ich sag jetzt einfach mal, macht's gut, bye bye und tschüss.